Als nächstes mixe ich mein Lieblingsgetränk, und zwar von den Kreationen, die Franz Brandl selber erfunden hat. Und zwar ist es der Alaska-Cocktail. Auch hier haben wir wieder einen Beweis, dass ein guter Cocktail nicht viele Zutaten braucht. Es sind jetzt 3 Zutaten hier. Ich nehme ein vorgekühltes Rührglas. Eis rein. Dann füge ich 2 Teile Gin zu, in dem Falle der Bombay Sapphire East. Er ist nochmal mit schwarzen Pfefferkörnern und Thai-Zitronengras aromatisiert und ich finde, das passt sehr, sehr gut zu dem Kartäuser-Likör, und zwar dem 40-prozentigen Chartreuse Jaune oder Gelb, wie man hier sagt. 2 cl davon noch. Das Ganze verrühre ich. Zügig aus dem Handgelenk, nicht das Eis zerschlagen. Das langt schon. Und nehme ich ein ganz klassisches Cocktailglas und seile das Ganze ab. In dem Sinne gebe ich ihn noch durch eine Zitronenzeste Aroma. Das Ganze mache ich auch über dem Glas, damit die ätherischen Öle dorthin kommen, wo sie hingehören. Dann presse ich die leicht an. Und wer erkältet sein sollte, dem kann ich dieses Getränk auch empfehlen. 2, 3 Stück und man ist am nächsten Tag wieder genesen. Bitte sehr, zum Wohl. Ein ganz kurzes Wort noch und einen ganz herzlichen Dank, mein lieber Franz, an dich für dein Wirken und dein Lebenswerk. Du hast der deutschsprachigen Barszene den Weg geebnet. GastroTV und ich bedanken sich ebenso bei den teilnehmenden Kollegen und den Bars. Und wenn Ihnen unser Projekt gefällt, bitte liken und abonnieren Sie uns. Sie werden dann automatisch über die Neuerscheinungen informiert. Hinweise zur Literatur und weitere Drinks nach Franz Brandl finden Sie auf unserer Website. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die Gastgeber freuen sich auf Ihren Besuch und GastroTV und ich wünschen allen dabei ein herzliches Vergnügen.